Ein Gottnis, Alter. Ey, Freunde, was geht ab, Alter? 3, 2, 1, 3, 2, 1. Warum ist das so leise, Junge? Weil das Ding kaputt gemacht hat. Ich schwöre, alles kaputt gemacht, dieser Bruchbude, Junge, ja? Du hast eine Aufgabe in deinem Leben, Junge, ja? Warum ist das kaputt? Weiß ich nicht. Free Olaf, ja, Bruder, als ob mein Vater im Knast wäre. Ist die Kameraperspektive voll komisch. Du hast die Kamera ganz auch kaputt gemacht, Junge. Genieß doch mal das Leben, Junge. Hoffentlich habt ihr heute wirklich Zeit mitgenommen, ne? Heute sind wir wirklich hier, haben uns versammelt, ne? Haben zwei coole Special Guests und natürlich ein... Aber Esti will Leventi, ne? Nee. Was ist das? Willst du jetzt gleich sagen, ich liebe dich, oder was? Der war geil, sei ehrlich. Live aus dem Ofen. Also die kam gerade frisch aus dem Ofen. Schwör? Mit Hollandaise und 58. Weil viele von euch kennen die wirklich von den Streams vor 2-3 Monaten. Wir haben die... Warte, lass Person. Die mal, lass die mal in den Chat einmal kurz Wer kann raten. Das sein? Wer kann Sag das keine sein? Information mehr? Boah, was für 13, Mann! Boah, Free Olaf, Bruder, meine ganze Familie ist im Internet wegen dir, ja? Freunde, warte, eines will ich mal sagen, ich freue mich gerade. Freunde, wir haben gerade richtig geile Villen geschickt bekommen. Wir werden im Februar, Mitte Februar, werden wir einen 24-Stunden-Stream in einer fetten Villa machen. Richtig krass, ich freue mich. Mit Gästen. Auf jeden Fall, wir haben Gäste am Start, ich weiß nicht, ob die uns hören. Ey! Hallo! Ey! La Puppe! Ey! Ey! Oh! Gamer-Runde. Wir haben hier Bestrafungen hier drin. Ihr werdet gleich alle einzeln ziehen und dann, ja. Dann mischen wir erstmal die Karten. Es sind 3 grüne und eine rote. Wer die rote zieht, der muss die Bestrafung durchziehen. Und ihr wisst, ich bin da knochenhart, ich sehe das komplett durch. Und wer auch einen Mucks von euch gibt, ne, ich habe nochmal krasse Getränke am Start. Und die schmeckt nicht so gut. Ich stelle die Karte mal hier hin. Wie gesagt, auf mein Zeichen, ja. 3, 2, 1. Ja, wer hat die rote Karte? Wer hat die rote Karte? Jordan! Erste Bestrafung lautet Happy Birthday! Gleich hat jemand Geburtstag! So Leute, zu einer Geburtstagsparty. Ne, muss man sich jetzt auch entsprechend anziehen. Dafür haben wir Partyhüte dabei. Aber für dich, Jordan, oder willst du eine andere Farbe? Jordan, das ist unser Geburtstagskind gleich. Wir haben ein Geschenk hingeholt. Ein ganz großes Geschenk, ein riesiges Geschenk. Jordan wird 14 Jahre alt, stimmt. Das Geschenk ist auf dem Weg. Ist ein bisschen schwer. War ein sehr teures Geschenk, Leute. Ihr seht schon, wie groß das Ding ist. Okay, auf 3 würde ich sagen, pack das große Geschenk aus für dich, ja? 3, 2, 1, Happy Birthday! Ich find's gut. Okay, dann würde ich sagen, ja, ihr seid alle da. Fangen wir mit der zweiten Runde an. 3, 2, 1, los geht's. Oh mein Gott! Und schon wieder Jordan! So, mein Lieber. Oh.
Was ist es? Einmal zeigen. Nächste Bestrafung lautet. Markus Kass hat an die 16333. Wandertag! So, wir haben extra jetzt, glaube ich, einen Wanderer hier. Der hat viele Meter hinter sich, ne, hat sich sehr viel bewegt. Und ja, Jordan wird vielleicht behilflich sein bei einer gewissen Sache. Nächste Bestrafung kommt in Form einer Frau, die sehr viel gesehen hat. Sehr viel Berge, sehr viel Gebirge. Ich bitte Sie aber, wenn es soweit wäre, die Wanderin aber bitte reinkommen. Da ist unsere Wanderin, sie ist da. Eine Wanderin hat stabile Wanderschuhe. Und diese Wanderschuhe haben viel Boden, viel Erde gesehen. Und natürlich müssen auch Wanderschuhe irgendwann sauber gemacht werden. Aber wir machen es sauber auf unsere Art. Und ja, Jordan, du darfst einfach sauber machen, nicht mit deinem Besen, nicht mit irgendwas, sondern einmal mit deiner schönen Zunge. Viel Spaß. Boah, okay, das wird jetzt dreckig. Extra OBI 851 hat im fünften Monat abonniert, schon 13 Jahre. Tamudi hat sich wirklich gerade abonniert. Ja, Leute, jetzt die Frage: Hat der jetzt Bestand oder nicht? Eigentlich war halt die Aufgabe komplett von unten nach oben. Hat er nicht gemacht. Somit würde ich sagen, liebe Zuschauer, ist die Aufgabe nicht bestanden. Und deswegen kommt eine Bestrafungsrunde. Eine Runde Tabasco El Orangio. Für alle! Ich habe euch was vorbereitet. Mein berühmt-berüchtigten Tabasco El Orangio. Jordan, sehr stark. Direkt weggemacht. Tabasco El Orangio, den mag keiner. Nur noch du, liebes Killer-Leck, dann haben wir das Ganze. So, okay. Dann lege ich jetzt einmal die Karten hier hin. 1, 2, 3. Jetzt bin ich gespannt. Oh mein Gott, schon wieder John! Das darf nicht wahr sein. Und Moment. Habt ihr das gerade gehört? Habt ihr das gerade gehört? Das kam von der Richtung, ganz vorne. Zu laut, wir sind in der Bibliothek. Schaut runter. Er verdient. Was ist das, Bro? Was ist das die ganze Zeit, Junge? Wenn du ein Mütter bist, übernimmst du die. Dass Tic-Tac jetzt nur ein Stück trinkt, der Rest muss weg. Also, was John sagen will, wenn du ein guter Teammate bist, trinkst du auch seinen Shot. So, Jammer auch weg. Tic-Tac, du musst dich austrinken, ne? Alles gut. Du hast schon einen guten Stuhl getrunken. Sehr stark. Wo ist aber Johns Shot? Ach so, boah, Respekt an Sammy. Nächste Bestrafung, John. Nein, tausch mal nicht. Gezogen ist gezogen. Ich stelle euch einmal die Bestrafung vor. Es ist Corona. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Matuschkas hat gerade abonniert. So, liebe Zuschauer. Ich sage euch ehrlich, ich kannte die Bestrafung vorher. Und ich weiß, dass mit Abstand die ekligste Bestrafung heute ist. Also wirklich eine der härtesten. Corona. Was machen wir bei Corona, wenn man wissen, ob man Corona hat oder nicht? Man lässt sich testen. In Form von Wattestäbchen. Also wir haben einen Arzt. Wir haben einen Arzt, der kommt gleich hier hin. Er nimmt den Test. Du kannst gleich mit dem Test mit dem Arzt klären. Er wird den Test vollziehen. Hier ist unser Arzt. Einmal hier Wattestäbchen für Sie. Ja, er muss einmal testen, ne? Auch Sie, liebe Sikilelek. Sie sind eine Patientin gerade von Dr. Jackson. So, jetzt nehmen wir noch eine Probe für den lieben Gemma. Oh mein Gott! Zeig das euch die Kamera! Wir haben eine Die Aufgabe ist jetzt, wir haben jetzt den Corona-Test. Und der liebe Jordan muss als Bestrafung diese
Boah. Und Sam hat sich auch einen Test von unserem Doktor, Dr. Jackson, auch nochmal einen Test. Der liebe Jordan muss jetzt verwerten können oder beziehungsweise er muss schmecken, ob das jetzt Corona ist oder nicht. Aber jetzt zum raus, Jordan, weil so macht man das beim Corona-Test. Du musst rausschmecken, ob da Corona ist oder nicht. Aber man sagt halt, Jordan hat diese Fähigkeit, er kann Corona rausschmecken. Er kann sagen, wer Corona hat und wer nicht. Das sagt man so. Die Zunge aber bitte raus, Jordan, weil der Doktor muss es einmal schmieren. Corona von den dreien, weißt du das schon? Ich wünsche euch alle viel Glück. 3, 2, 1. Wer ist es? Sam ist es nicht, John ist auch nicht. Gemma? Es ist die Kilenek! Oh, okay, okay. Nächste Aufgabe lautet die Müllabfuhr. Die Müllabfuhr. Wir haben extra uns Mühe gegeben und haben eine Mülltonne von irgendwo aufgegabelt. Und ja, Müll haben wir auch da. Jetzt ist die Aufgabe. Was ist die Aufgabe? Sickelenek. Boah, scheiße. Ja, das liegt bestimmt seit 10 Jahren schon drin, ne? Die liebe Sickelenek muss einmal rein und ja, wir packen Müll einmal rein und sie muss für eine gewisse Zeit es drin aushalten. Wir machen 10 Sekunden raus, ja? 10 Sekunden lang, einmal mit dem Müll drin und dann hat sie die Aufgabe bestanden. So, wenn du willst, kannst du schon mal langsam rein, wenn du soweit bist. Und ab dem Moment, wo Müll drin ist und Klappe zu, 10 Sekunden, dann hast du die Aufgabe geschafft. Okay. Also Leute, wirklich, wir haben diese Mülltonne von irgendwo draußen. Die ist bestimmt seit 24 Jahren da. Da ist schon ein Schimmel am Rand sogar, wenn man es richtig sieht. Rein! Klappe zu, 10 Sekunden. Schon regnet. Das ist vor einer Woche Streams von uns. Eierscheine. Ja, das war erlaubt, das durfte er sagen. Oh mein Gott, was machen wir? Sprich, ein 10 hat im 4. Monat abonniert. Jordan ist 13 und ziemlich ein spuckender Hundeflüsterer. Das ist jetzt verliert, Leute. Okay, aber ihr Mensch hat auch sehr laut gelacht, heißt es, dann, es gibt gleich eine Schockrunde. Wisst ihr was? Wenn es jetzt so weitergeht, bleibt bei dir bei einem Shot und bei dir bei zwei Shots sogar. Ist das eine gute Regel? Warte! Bitte jetzt stille, sonst gibt es sogar zwei Shots heute, ja? Und wenn diese Aufgabe nicht bestanden wird, dann gibt es ja nochmal einen Shot, ne? Dass ihr das wisst. Okay, wir brechen lieber ab, Sie klären, dass wir das leider nicht schaffen können. Oh, ich muss noch. Okay, Aufgabe nicht bestanden, heißt noch eine Schockrunde. Ihr habt es alle mitbekommen wie ich. Das ist ganz eskaliert, die Aufgabe wurde nicht bestanden. Als wäre es nicht schon genug, waren auch gewisse Leute auch zu laut. Das waren genau genommen 3 Leute. Ein Gemma hat sich bemüht, die Leute in Stille zu halten, hat aber nicht geschafft, es wurde trotzdem gelacht. Bedeutet, für alle 3 hier, nicht Gemma, gibt es 2 Shots, für Gemma nur 1. Auch für dich, tut mir leid, Zicklick, Aufgabe nicht bestanden, laut geredet, laut gelacht. Die kommt nie wieder. Gemma ist fertig. Jordan 1. Sammy 2 sogar.
Jordan 2 und Mossy Kledek 2. Oder Sammy opfert sich. Sammy opfert sich, sehr vorbildlich. Sehr stark. Wir kleben schon ein bisschen. Okay, wenn ihr bereit seid, 3, 2, 1. Viel Glück. Grün, Zichelek, grün, Sammy, grün, Jemmas, das vierte Mal, Jordan! Es ist, aber es ist um mir. Ich komme zu dir, ne? Was war die? Der Gärtner! Der Gärtner! Der Gärtner! Nächste Runde lautet der Gärtner. Was macht ein Gärtner? Der Gärtner macht auch mal Unkraut weg. Hier wird gleich viel Unkraut liegen, unter anderem auch auf Jordan. Und ja, und der Gärtner wird dafür sorgen, dass das Unkraut von Jordan wegkommt. Aber mit einem Gerät, das kann ein bisschen zwirbeln, das kann ein bisschen wehtun. Viel Spaß bei dir, Jordan. So, liebe Zuschauer, jetzt kommt die Lernstunde mit Sammy Jackson. Er zeigt euch einmal, wie man schön Dreck mit einer Laufgabel entfernt bei Jordan. Viel Spaß! Sieht so locker aus. Ja, ja. Okay, die Aufgabe ist verstanden. Okay, dann einmal die Karten und ihr dürft einmal ziehen. Es hat Jammer getroffen. Hier die rote Karte. Zeig es einmal. Speedwax! Einmal Speedwaxing bei Jammer. So, liebe Zuschauer, letzte Runde. Letzte Bestrafung. Jammer ist der Nächste. Hier ist unser Kandidat. Hat es extra fresh gemacht für diese Bestrafung. Ihr habt es schon gehört. Speedwaxing bedeutet, wir werden einmal schön den Jammer enthaaren. Und wir suchen uns da mal gerne auch. Ne, wir sind bei Sign Library. Also von besonders empfindliche Stellen, die sehr wehtun. Kevin unterstrich liebt, unterstrich hat den dritten Monat abonniert. Ein kleines Extra. Was wir machen es mit Menschenkraft, wir machen es mit Fahrradkraft. Was? Also sag euch ehrlich, ich brauche das Spiel zu erklären, ihr werdet es gleich sehen. Gleich steigt der Jordan ins Bike. Also ihr wisst, Achselhöhle, ne? Sehr dünne Haut. Das wird sehr schmerzhaft. Das sieht sehr behaart aus, da muss man ein bisschen wachsen. Das sieht auch besser aus nachher. Sieht gepflegt aus, mein lieber Jamal. Und Jordan mit voller Kraft ziehen gleich, ne? Okay, seid ihr bereit? Jordan ready? Jamal ready? Auf mein Zeichen. 3, 2, 1, zieh! Okay, ist da ein bisschen schief gegangen. Die Seile sind abgerissen. Wir können es da entweder nochmal probieren. Oder wir ziehen das mit den Händen. Wir ziehen das mit den Händen, würde ich sagen, oder? Oder wir machen was? Was ist das? Was ist das? Komm her! Ah! Sigrelek, jetzt du! Das war's. Oh, Junge, was ist das denn? Was kommt alles für ein Schuss? Das war's. Sigrelek, du ziehst! Sigrelek, Sigrelek, Sigrelek! Junge, was kommt aus deiner Haut raus, Bruder? Das klebt! Das klebt! Ey, Chat! Ein Applaus für alle jetzt! Ein Applaus! Sigrelek! Ab in die Mülltonne jetzt! Sigrelek, Alter, du Kleine! Komm, 3, 2, 1, Action! Entwaffer unterstrichen.
Sieht man das? Ja, ne? Ja, die sind noch nicht blind, Bruder. Hey, Sammy! Warte, warte, warte! So, Freunde! Jordan, warum geht das nicht hier runter? Verstanden. Jordan Sammy Clips.x. Wie meinst du das? Ich hab's jetzt nicht verstanden, diese Leck. Wenn ihr im Chat, wenn du im Chat bist, kannst du dich gerne bei uns melden. Freunde, sehr starke Klicks, 1.600.000, 500.000. Ihr verdient übrigens damit auch Geld. Jeder, der Edits machen will, kann Edits machen. Am Sonntag sagen wir wieder... Am Sonntag sagen wir wieder, wer die Edits gewonnen hat. Macht Edits von den YouTube-Videos, von den Streams, postet die. Der mit den meisten Klicks kriegt 100 Euro und wir folgen ihm. Dem müssen wir jetzt folgen. 3, 2, 1. Sigilelik. Folgst du denen auch? Ja. Ist das Louis Vuitton? Du musst denen gleich folgen, ja? Ey, Chat! Nein, nein. Torwart, Schiedsrichter, Ahmed, alles drum und dran. Morgen 20 Uhr. Yes. I love you very much, Freunde. Wollt ihr auch noch was sagen? Ja, folgt mir bitte.